1999 betrug das Verhältnis Plankton zu Plastik im Meer noch 1:6. Heute werden in Gebieten mit der höchsten Plastikkonzentration auf 1 Kilo Plankton, dem wichtigsten Nährstoff der Ozeane, 46 Kilo Plastik nachgewiesen. 3/4 des Meeresmülls besteht aus Plastik. Seevögel, Fische, Muscheln, Krustentiere und andere Lebewesen verwechseln das korrodierte Plastik mit Nahrung und fressen es, bis sie satt sind. Sie verenden mit vollem Magen. Plastikmagen.